das wird jetzt also meine allererste Fahrt in einem Supra-Experience, das ultimative Erlebnis für mich, denn ich bin noch nie in einem Sportwagen gefahren und schon gar keine 340 PS. So, und los geht's. Guten Morgen. Wie heißen Sie denn? David. Hallo, David. So, ich entriegle gerade. Okay. Jetzt können wir langsam nach vorne fahren. Mit Gas? Ja, genau. Langsam, okay. Jo. Durch das Blönchen durch hier vorne. So. Okay. Jetzt geradeaus, durch das nächste auch. So, Sport ist jetzt Achterbahn. Juhu! Oh, das macht Spaß. Linke Spur würde ich nehmen. Genau. Wieso bin ich noch nie eine Kurve gefahren? Ah ja, jetzt merkt man auch, wie der schaltet. Also wir haben hier einen richtigen Sportwagen, einen klassischen, ganz ein bisschen weiter weg von dem, was wir sonst haben. Unser Standbein ist ja die Hybridtechnologie, die Elektromobilität. Das ist das erste Fahrzeug aus der GR-Reihe und ein reiner Sportwagen mit einem super Radstand und eine Abmessung von Radstand und Spurbreite. Das lässt sich handeln wie ein Go-Kart und ist auch für die Rennstrecke gemacht. Jetzt links. Auf jeden Fall macht das Laune, weil wenn man lenkt, dann macht er auch, was man will. Das ist gut. Also lenken und bremsen muss man selber. Den Rest regelt das Auto in der Regel. Toll. Bis zum Baum unten. Ja, die Kurve zieht ein wenig zu. Was sehe ich denn hier alles? Also hätte ich noch ein Radio und ich könnte irgendwie, glaube ich, auch schalten, ne? Genau. Das ist einmal der Drehmomentverlauf. Mhm. Wie viel Drehmoment da gerade anliegt. Wohin? Rechts. Rechts? Jawohl. Meine allererste Probefahrt, Runde 4, gleich ist es vorbei. Ich könnte glatt nochmal. So, wenn man nichts sieht, sollte man bremsen. Und fertig. Jetzt haben wir die Schaft. Oh, vorbei.